Ach, die beiden. Schön. Die Art, wie man sterben kann, ist ja mittlerweile auch öfters überarbeitet worden. Also ich habe ja schon öfters im Stream hier erzählt, mein allererster Sim, den ich erstellt habe, der war so unglücklich, weil der so wenig Spaß hatte. Der ist damals immer nur zur Arbeit gegangen und hatte zu Hause keinen Fernseher und so weiter. Zu wenig Geld. Der ist an Depressionen verstorben. Ja, weil er keinen Spaß hatte, ist er halt irgendwann umgekippt nach einigen Tagen und war tot. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das momentan noch möglich ist oder ob das sozusagen über die Laufzeit von den Sims 4 geändert worden ist. Weil viele Varianten, die mal drin waren, wo die im Prinzip sofort gestorben sind, sind, glaube ich, nicht mehr da. Oder wurden entschärft. Ja, also sind noch da als Todesvariante, aber nicht mehr hundertprozentig drin. Ist so mein Eindruck. Kann mich aber auch irren. Da könnt ihr mich gerne korrigieren, wenn ihr wollt. So, die beiden hier, die sind eigentlich ganz glücklich. Wir haben schon den nächsten Auftrag für morgen. 9 Uhr. Ich würde sie daher einfach mal schlafen lassen. Wir konzentrieren uns heute nicht so sehr auf die normalen Sims, die wir haben, also auf Marvin, Miri und auch Brigitte. Die vernachlässigen wir momentan absichtlich ein bisschen. Ich möchte mich eben auf das neue DLC da so ein bisschen konzentrieren. Ja, also nicht, dass ihr euch wundert, warum mache ich hier mit der Familie sehr wenig und mache immer wieder diese Architektengeschichte. Ich möchte mir das Add-on so ein bisschen näher ansehen. Wird wahrscheinlich sehr repetitiv, also im Sinne von wiederholend, aber wie alt ist Nawai? Das kann ich dir beantworten. Ist eine gute Frage. Sie ist zumindest Erwachsene. Ja, sie wird danach eine Seniorin und das wird sie in 60 Tagen. Wie alt sie mittlerweile wirklich ist, keine Ahnung. Aber sie hat noch ein paar Tage. Ich glaube auch nicht, dass sie wirklich weit in dem Beruf kommt, aber das werden wir dann sehen. So, Erntefest war grauenhaft, klar, wir haben es nicht wirklich betrieben. Alles gut. So, und dann hat es noch geschrieben, aber ich finde es ja schon nice, dass es da Möglichkeiten gibt, die verstorbenen Protagonisten zur Ruhe zu betten. Ist wirklich ein Spielinhalt, so möchte ich sagen. Weil wenn du die Grabsteine, wie gesagt, hinsetzt, dann hast du ja einen Geist, der kommt. Der kommt im Prinzip relativ oft. Der geistert nachts dann hier rum. Und Lea hatte mir mal erklärt, dafür danke ich ihr, dass wenn man sich mit dem Geist dann wieder anfreundet, kann man den sogar wieder in die Familie mit einladen und dann ist der ein spielbarer Charakter. Also im Prinzip verstecken sich hinter den Geistern nochmal die Möglichkeit, endlos lebende Sims zu generieren. So habe ich es zumindest verstanden. Ich habe es selbst noch nicht getestet. Müsste ich mal probieren. Und wenn ihr da mehr wisst, wie gesagt, ihr wisst, Chat könnt ihr reinschreiben, wenn ihr wollt. Gibt ja hier keinen Zwang, irgendwas zu machen. So. Im Prinzip spielt sich das Spiel ja auch ziemlich alleine. Was macht Marvin denn hier? Der soll doch schlafen. Ach, der ist schon gut ausgeruht. Ja, aber trotzdem. Wir werden mal wieder ein wenig die Leute ins Bett bringen, damit sie am Tag mehr aktiv sind. Das liegt, der Innendesign-Schwerpunkt von hier liegt einfach daran, wir sind auf Zulani, diesem DLC-Inselwelten heißt es, glaube ich. Und das ist ja praktisch Hawaii-Kopie. So möchte ich es mal sagen. Die Hawaii-Kopie, die Tropen-Kopie. Und deswegen habe ich versucht, das Gebäude hier mit den dazugehörigen... verängstigt? Monster unter Bett? Wahrscheinlich. Mit den dazugehörigen Inneneinrichtungsteilen zu versehen. Also sozusagen die Böden aus Zulani zu nehmen, die Wände aus Zulani, hier die Absturzbalken sozusagen sind die aus Zulani.
Allerdings auch so, dass die Zimmer sich nicht wiederholen, ja. Also der Teppichboden ist sozusagen überall hoffentlich anders. Und deswegen haben wir aber hier eben viel Holz. Und auch war dann eben die Logik dahinter, die Badezimmer, zumindest das untere Badezimmer, mit Holz zu versehen. Das hier oben ist, ich sag jetzt mal, mit Tapete oder sowas, ja. Also, aber deswegen kommt das so komisch raus. So. Oh, sie ist angespannt. Warum? Warum? Arbeitsmangel? Nawai fühlt sich nicht wohl dabei, die Arbeit zu vernachlässigen. Das ist einfach nicht ihre Art. Was? Okay. Jetzt taucht das auf, was ich schon fast befürchtet habe. Diese Lebensstile, die sie irgendwann mal reingepackt haben, die entwickeln die Sims, ja? Und da hat Nawai den Lebensstil Workaholic. Sie ist jetzt aber selbstständig. Und die selbstständige Tätigkeit, die scheint nicht mehr zu diesem Lebensstil zu zählen, sodass sie den jetzt abbaut. Das ist suboptimal. Das Wort hatten wir vorhin schon mal. Das ist nicht ganz so schön. Hm. Naja. Ja. Ah, wo wir gerade beim Haus waren. Nur mal ein Hinweis für euch alle da draußen. Ihr könnt ja dieses Haus runterladen. Ja, das habe ich ja schon öfters erwähnt. Ich bin ja hier unter Aiden-Soral in der Galerie zu finden. Steht auch nochmal unten in der Infobeschreibung bei mir hier im Stream. Nicht wundern. Natürlich sind hier alle Packs irgendwie drin. Ja. Das Batuu-Pack halt durch die Star-Wars-Utensilien als Beispiel. Zulani wegen der Auskleidung von dem gesamten Haus, ja, also die Wände und Co. Ihr könnt natürlich trotzdem versuchen, es runterzuladen, dann kriegt er bestimmte Sachen nicht angezeigt, ne? Dann fehlt oder kommt eine Standard-Couch, wenn ihr Zulani zum Beispiel nicht habt oder sowas. Aber trotzdem kriegt er im Prinzip ein Gebäude, was ihr, glaube ich, dann bearbeiten könnt. Und es ist euch freigestellt. Ne? Also im Sinne von, lasst euch trotzdem nicht abschrecken, wenn ihr mal was runterladet und ihr seht, ihr habt ein Pack nicht. Na, dann habt das nicht. Was macht Marvin da? Marvin? Was war denn das? Okay. Marvin hatte eine Wegfindungsproblem-Routine. Rennt mal im Kreis. Das kann ja mal passieren. So ein bisschen. Sollte nicht, aber kann mal. So, sie nimmt mal eine Dusche, bevor sie hier irgendwas macht. Endlich umgekehrt. Erst Toilette, dann Dusche. Und dann dürfte sie auch bald... Oh, Moment. Ich habe mich verklickt. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier sie zur Arbeit schicken. Ich vermute, sie wird dann bald zur nächsten Baustelle müssen. Warum leuchtet das hier? Keine Ahnung. Wir hatten vorhin ein Gefühl oder eine Bindung freigeschaltet. Wahrscheinlich war deswegen da unten noch die Anzeige an. Okay, was haben wir denn hier jetzt? Der komische Gartenzweig hat Sommerpflanzen liegen lassen. Ach Gott, die Gartenzwerge. Ich muss mal kurz die Gartenzwerge entsorgen. Kommen ja immer mal wieder. Okay, die Gartenzwerge sind weg. So, haben wir noch irgendwo ein Pack? Wenn ich es übersehe, gerne Bescheid geben. Aber ich glaube, es liegt keins mehr rum. Doch, da. Ich wusste doch, dass wir noch eins finden. So, jetzt hat sie ganz viele Packs da im Inventar. Keine Ahnung, wofür man die braucht. Wir machen ja immer keine Garten. Pflege. Ich müsste mich mal mit der Botanik in den Sims beschäftigen. Gebe ich zu, habe ich bisher noch nicht ein einziges Mal bei keinem Sim gemacht. Oh nein.
Oh nein, oh nein. Die Abstimmung ist beendet. Derzeit ist die maximale Anzahl nachbarschaftlicher Aktionspläne aktiv. Beantrage außer Kraft setzen. Es wurde kein neuer, hoffentlich, hinzugepackt. Na wei. Nicht, dass da jetzt einer dabei ist, den wir nicht mögen. Da muss ich mal ganz kurz nachgucken. Ganz kurz mal einen Blick blicken. Körperliche Bewegung ist okay. Saubere Energie machen wir. Gaming war, weil ihm nichts anderes einfiel. Und darstellende Künste. Okay, nichts wirklich Schlimmes. Sowas wie nachbarschaftliches Austauschen. Da beklauen sie einen ja immer. Okay. Gut. So, ich muss noch 22 Sim-Minuten überbrücken. Die sind gleich beendet. Und dann geht es an, was hatten wir genommen? Irgendein Zimmer. Das gibt euch die Möglichkeit, wenn wir gleich ankommen bei der Familie Schwarz, war es glaube ich, euch auszusuchen, welches Zimmer renoviert werden soll. Ich gucke dann mal, was möglich ist, während ich dann schon mal die Leute interviewe, die dort sind. Und hoffe, dass ich nicht wieder nur die Info kriege, sie mögen Bowling und mögen sonst nichts anderes. Auf zur Arbeit. Sie ist Workaholic. Ne? Auf zur Arbeit, sie ist Workaholic. Da schicken wir sie mal hin. Oh, das wird ein interessanter Job. Der ist ja richtig schön klein. Freundlich vorstellen. Okay. Ich sag's nochmal, das wird garantiert eine sehr interessante Sache. Familie Schwarz. Also, wir zeigen erstmal unser Portfolio, nachdem wir uns über Kaffee unterhalten haben. So, also, ein paar Vorschläge haben wir ja mitgebracht. Ein bisschen was wissen wir schon, aber wir wissen nichts über keine Gartendeko, keine Pflanzen. Ja? Also, keine Pflanzen. Deko-Trends, Trends. Wir gehen auch gleich rein. Okay, was wird's? Hm. Okay, an die Tür klopfen. Wir müssen ja mal rein. Wir sehen, hier ist schon eine Küche. Das sehe ich. Hier ist ein kleines Wohnzimmer, denke ich. Interessant gebaut mit diesem Voreingang. Okay, es sind zwei Kunden. Na dann, freundlich vorstellen. Und hier habt ihr jetzt die Raumaufteilung. Große Küche mit integriertem Wohnzimmer. Blöd zu renovieren, denke ich. Weil wir hier budgetmäßig nur 1296 Sim-Dollar haben. Also deswegen, wir haben ein Schlafzimmer und eine ganz kleine, ein ganz kleines Badezimmer. Mal gucken. Erstmal gucken wir noch, was wir rauskriegen aus den Kunden. Was die wollen, was die nicht wollen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Wird spannend. Auch das wird wieder spannend. Das wird eine neue Herausforderung. Bin ich schon interessiert dran, was dabei rauskommt. Die mögen kein Schwarz. Was mögen sie? Irgendwie, nur ein Anhaltspunkt. Hinter seinem Rücken wird erstmal diskutiert. Okay. Oh, interessant. Schwarz ist raus, sie mögen Rot. Ja, andere Farbe vorschlagen ist also interessant. Wir können sie beeinflussen, das wusste ich auch nicht. Dekostil, mal gucken. Wir schlagen mal einen Dekostil vor. Vielleicht kriegen wir raus, welchen sie mögen.
So, das machen wir mit ihm, auch wenn sie gesagt hat, sie mag keine Gartendeko. Omiva Murphle. Taru. Bonfey Fabinet. Kino Deschoun. Na? Französischer Landhausstil, okay. Also wir müssen wirklich mit den Leuten reden, dann kriegen wir raus, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und es wird dann ersetzt. Also wir merken uns, Garten nicht, keine Pflanzen und kein Schwarz. Wichtig. Watanabe. Anlagan. Yaban Scheiben. Zamboom. So, mal gucken. Und diesmal darf ich nicht vergessen, die vorher Fotos zu machen, ne? So, was denn das? Kein Angeln. Ja, da Angeln brauchen wir auch nicht. Nicht hier. Lieblingsdesign. Wir fragen mal nach Lieblingsdesign. Mal gucken. Didado, Hallöchen, na, willkommen im Stream und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, alles ist okay bei dir soweit. Und genieße die Sims. Wir sind gerade dran und am Verzweifeln, was diese Kunden mögen, was sie nicht mögen. Es ist ein bisschen kompliziert, diese Innenarchitekt-Designer-Karriere, aber nicht wirklich schwierig. Okay, das hat schon mal nichts gebracht. Wir klicken mal auf links, weil hier mag Angeln nicht. Ja, schön, dass sie Angeln nicht mögen, aber ich wollte ihnen jetzt keinen Fisch ins Schlafzimmer hängen. Oder eine Angel. Oder so. Okay, das bringt auch nichts. Über Trends. Wir reden mal über Trends. Vielleicht kriegen wir da noch eine Info. Und wenn es nur eine kleine ist. Bamkaro Sambisi. Clamp. Buena. Oh, Kissanoi Suizo. Agonol Naborf. Yavoya. Yabans Kalora. Wasabis. Ja, also. Gaba, Gaba. Wohl nicht. Okay, okay. Hat er noch ein Lieblingsdesign? Ich glaube, damit haben wir die französische Landhausküche schon gekriegt. Aber gut, mal gucken. Stimmungstafel. Farbe nicht. Stimmungstafel, Lieblingsdesign. Ich probiere es mal mit der Stimmungstafel. Mal gucken, was das auslöst. Wobei Stimmung ist ja eigentlich immer an Farbe geknüpft, oder? So, meine Idee dahinter. Okay, das bringt nichts. Es kann sein, dass wir nicht mehr Infos kriegen. Tja. Simteres-Tafel ist ja eigentlich die Interessenstafel. Mal gucken. Weil mag Angeln nicht, mag spannend sein, aber für uns natürlich nicht informativ, wenn wir eben ein Schlafzimmer oder sowas machen. Zur Not wird es wieder das Badezimmer. In... Was war es? Rot, oder? Rot. Okay, ich merke schon, wir kriegen keine anderen Infos. Na dann, habt ihr euch entschieden, wenn ihr wollt, welches Zimmer wir machen? So, ich scroll mal ein bisschen raus. Wir schicken die Kunden jetzt nämlich dann weg. Jo. Okay, welches Zimmer soll es werden? Wir können nämlich... Okay, nein, weg, aus, pfui. Wir können, wir haben sozusagen ein Budget, $1,296. Wir können alle Zimmer machen, die wir hier sehen. Wirklich viel Geld ist es nicht, das muss man jetzt sagen, weil sie haben auch nicht wirklich viel, was hier rumsteht. Das muss man jetzt zugeben. Ja, also die beiden müssen noch nicht lange hier wohnen, sie haben auch nicht so viel mitgebracht, also... Wir können uns nicht so viel leisten. Ja? Wir könnten, wird aber schwer, hier vorne Wohnzimmer und Küche neu machen. Ist nicht so meins. Ich würde eher zum Schlafzimmer hier oben tendieren, weil es einfach kleiner ist. Da kriegen wir mehr Details rein. Und
Je schöner es ist, desto besser wird es Ihnen gefallen. Badezimmer möchte ich eigentlich nicht so sehr, weil erstens klein und zweitens haben wir doch gerade gehabt. Aber wenn ihr wollt, wie immer, wenn ich so frage, ihr könnt euch entscheiden, wenn ihr das wollt. Ansonsten, wie gesagt, ich würde mehr zum Schlafzimmer momentan tendieren. Da brauche ich dann auch nicht mit Angeln und Co. anfangen. So, und dann frage ich mich gerade, wo ich hier bin. Welche Nachbarschaft ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Sieht ja nett aus. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, welche Nachbarschaft wir hier gerade haben. So, das Schlafzimmer klingt gut. Okay, dann machen wir ein Schlafzimmer. Es sei denn, jetzt schreit hier gleich jemand. Del Sol Valley? Welches Add-on war denn das? Wenn du mir mal kurz auf die Sprünge hilfst. Werde berühmt oder das Ding mit... ich habe wieder vergessen, wie es hieß. Nachhaltig leben oder wie es heißt. Kann sein. Ich war, glaube ich, in der noch nicht. Werde berühmt. Okay. Ich war hier noch nie. Werde berühmt habe ich damals gekauft und nie gespielt. Bis wir den Tane hatten. Ne? Wir hatten mal einen Schauspieler. Wir erinnern uns, einen Schauspieler hatten wir mal kurzzeitig. Aber das war es auch. Der hat nicht lange durchgehalten. Der war ja schon Rentner, als er damals Schauspieler wurde. Aber okay. Gut, ich danke dir für die Info. Den Ort hier, den kenne ich irgendwie wirklich noch nicht. So, wichtig. Ich wollte jetzt schon wieder anfangen, aber wir machen natürlich die Vorher-Nachher-Fotos. Okay. So. Wichtig. Jetzt machen wir es mal richtig. Vorher-Nachher. Okay. Ganz ehrlich, so richtig viel kann man hier, glaube ich, gar nicht fotografieren. Wir nehmen es aus jeder Ecke einmal auf. Wobei, das reicht schon. Mein Gott, leben die trist. Also, nichts gegen den Lebensstil von den beiden, aber ist ziemlich wenig, oder? Baumodus. Okay.